Sie kennen ja Deutschland sehr gut. Gibt es aber dennoch etwas, was Ihnen so richtig auffällt oder was Sie nie verstehen werden? Nein, also die Sache ist so, ich mache immer den Scherz, wenn Sie Deutsch lernen müssen oder möchten, dann müssen Sie zwei wichtige Wörter lernen. Das sind Nämlich? verboten und geschlossen. Verboten und Das, was geschlossen. nicht verboten ist, ist aber geschlossen. Ich habe eine kleine Geschichte da. Ich wohnte im Jahre 2000, hat ein vorläufiges Apartment da im Grünewald gemietet. Und da müsste ich Müll draußen nehmen. Und da war keiner da, nur diese Mülltonnen da. Und ich habe hier eine Tüte und hier eine andere Tüte. Und ich habe so eine Klappe aufgemacht und irgendwo eine Stimme kommt und sagte, nein. Da, ich konnte keiner sehen. Ja. Dann die Stimme sagte, rechts. Dann habe ich das signalisiert. Richtig, habe ich da gemacht. Und dann hat sie applaudiert. Das war eine Dame. Ne? Ich habe sie nie gesehen, nicht Ja. gekannt, aber sie war, Aber es waren unter sie hat Beobachtung. aufgepasst. Ja, Ja. das ist verboten. Ja. Ich hätte das falsch gemacht. Und dieses Verboten und geschlossen war da platziert. Aber ich habe das genossen. Ich erzähle immer das, weil das finde ich gut. Also jeder schützt hier der andere. So kann man das beschreiben. Also So ist es positiv formuliert, aber ich glaube, auch unsere Zuschauer kennen das von Deutschland. Wenn es nicht verboten ist, dann ist es geschlossen.